Zuletzt hatten wir uns damit beschäftigt, wie so ein invertierter Index eigentlich tatsächlich dann als Datenstruktur aussieht. Hat man auch festgestellt, dass eigentlich der Begriff invertierter Index ein bisschen falsch, doppelt gemoppelt mäßig ist. Eigentlich meint man wahrscheinlich invertierte Datei oder invertiertes File, inverted File auf Englisch, weil man den Zusammenhang zwischen Dokumenten und Term umdreht und fragt, für einen Term, in welchen Dokumenten kommt er vor? Diese Datenstruktur kann man jetzt dann benutzen, um Anfragen zu beantworten. Und sie soll ja auch dafür dienen, schnell die Dokumente zu finden, die zu einer Anfrage passen. Und genau das wollen wir uns jetzt in diesem Abschnitt hier anschauen. Der ist ein bisschen dreigeteilt. Also wir fragen uns erst, wie kann man Anfragen beantworten, wenn man nicht ranken möchte? Dann, wie kann man Anfragen beantworten, wenn man auch ranken möchte? Also im ersten Fall möchte ich nur die Dokumente finden, die auf die Anfrage passen, egal in welcher Reihenfolge. In dem zweiten Fall möchte ich die dann natürlich nach Wichtigkeit sortiert haben. Und im dritten Abschnitt werden wir uns dann anschauen, wie man so einen Index tatsächlich aufbaut, also aus den Indextermen dann tatsächlich dieses invertierte File, diese invertierte Datei, den Index zu machen. Und dann zum Abschluss vielleicht noch einen kleinen Ausblick darauf, wie man einen Index komprimieren könnte. Gut, steigen wir aber ein und fragen uns, was wir eigentlich für Anfragen beantworten wollen und in welcher Form die Antwort vorkommen soll. Im Prinzip gibt es zwei grundlegend verschiedene Ansätze, was man auf Anfragen an eine Suchmaschine zurückerwarten könnte. Einmal könnte es sein, man möchte einfach nur die Menge der Ergebnisse, die auf die Anfrageterme passen. Also im Prinzip die Teilmenge des indizierten Korpus, die relevant für die Anfrage ist. Aber die Abstufung besonders relevant, nicht besonders relevant, die soll jetzt nicht dazu dienen, die Dinge zu sortieren. Könnte man sich fragen, ja, wozu braucht man sowas überhaupt? Websuche ist ja immer irgendwie gerankt beispielsweise und das ist wahrscheinlich das, womit Sie am meisten zu tun haben. Aber man braucht es halt in so Nischen wie etwa eDiscovery. Da geht es um tatsächlich juristische Fälle, wenn man eben alle Dokumente braucht, die einem die Gegenpartei zur Verfügung stellen muss zu einem bestimmten Thema oder sowas wie rauskriegen, ob was in einem Patentantrag steht, schon in anderen Patenten im Prinzip patentiert wurde. Das ist so dieses Prior Art Search Thema. Sowas wie systematische Reviews könnte man sich darunter vorstellen, wo jemand eben alle zu einem Thema veröffentlichten wissenschaftlichen Arbeiten sich anschauen möchte und dann ist es im Prinzip egal, in welcher Reihenfolge er das tut. Eigentlich wäre es schon nett, wenn man zuerst die wichtigsten und dann die eher unwichtigen sieht, sodass man irgendwann erkennt, dass man aufhören könnte. Aber im Prinzip ist das auch in der grundlegenden Form erstmal noch Bullshit Retrieval oder eben auch sowas wie beispielsweise E-Mail-Suche, wenn man bei vielen Tools dann einfach nur die Ergebnisse zeitlich sortiert bekommt, dann bekommt man aber auch erstmal alle Treffer angezeigt, die beispielsweise in einer E-Mail ein bestimmtes Wort X enthalten. Also sowas wie Set Retrieval ist tatsächlich nicht ganz abwegig. Es ist jetzt nicht das, was man bei der Websuche braucht, aber wir schauen uns erstmal Set Retrieval an, weil da die grundlegenden Techniken ein bisschen klarer zutage treten, als wenn man dann tatsächlich am Ende rankt und das Ranked Retrieval ist aber natürlich der eigentliche wichtige Teil für sowas wie Suchmaschinen, die man heutzutage im Netz benutzt, wo man auf eine Anfrage hin im Prinzip auch alle Dokumente bekommt, die relevant sind. Mehr oder weniger bekommt man alle. Also, wenn man bei Google tatsächlich die 3 Millionen Treffer bekommen will, die auf eine bestimmte Anfrage als relevant eingeschätzt werden, beziehungsweise Google verspricht manchmal eben ein paar Millionen oder sogar mehr Treffer, die kriegt man natürlich auch nicht alle von denen. Oder von einer anderen Websuchmaschine auch nicht. Aber die sind natürlich dann gerankt und die ersten paar hundert oder so, die man dann sich tatsächlich anzeigen lassen könnte, die sind nach Relevanz sortiert. Das ist aber dann im Prinzip eine andere Art, eine Anfrage zu verarbeiten, weil man dann ja noch sortieren muss. Aber grundsätzlich kann man sich das mal so vorstellen, aus einem Set-Based Retrieval könnte ich eigentlich immer versuchen, geranktes zu machen, wenn ich eben erstmal die Teilmenge der Relevanten habe und die dann noch versuche, nach Relevanz zu sortieren. Wir steigen mit Set-Based ein oder Set-Retrieval. Also wir wollen erstmal einfach nur in Anführungsstrichen die Menge der relevanten Treffer haben, ohne dass wir die sortieren. Und dafür gibt es verschiedene Formen von Anfragen. Also eine Anfrage-Semantik für das Set-Retrieval ist im Prinzip sehr stark an boolesche Formeln angelehnt.
Und diese boolsche Semantik, die man dann indiziert in so einer Anfrage, das kommt dann eben darauf an, was der Nutzer eigentlich möchte oder was er vielleicht tatsächlich in der Anfrage spezifiziert. Es gibt im Prinzip im Set Retrieval 4 verschiedene Arten von Anfragen. Einfache Einzelwortanfragen. Okay, das scheinen so die einfachsten Fälle zu sein. Gehen wir davon aus, dass wir Einzelwörter im Index tatsächlich auch als Postlisten vorliegen haben. Dann muss ich ja im Prinzip erstmal nur die Postliste zurückgeben. Also das ist einfach, gerade wenn es Set-Retrieval ist, dann muss ich auch nicht ranken. Disjunktive Anfragen mit mehreren Termen, also sowas wie Antonius oder Brutus oder Calpurnia, sind also mit einem Oder verbunden. Das heißt, ich möchte im Prinzip Treffer haben, die irgendeinen dieser Terme enthalten. Konjunktiv, genau das Umgedrehte, auch nicht so überraschend, sind dann eben Anfragen, bei denen ich als Treffer die Dokumente haben will, die alle diese Terme enthalten. Und bei Konjunktiv könnte noch sowas mit dazukommen wie als Bedingung, dass es in einem gewissen Abstand passiert, also diese sogenannte Proximity wieder, also dass Antonius und Caesar in einem Epsilon-Abstand in dem Dokument vorkommen müssen, also sowas wie höchstens zwei Terme dazwischen oder so. Und es könnte auch als konjunktive Bedingung noch was mit dazukommen, sowas wie Antonius und Caesar soll in einer Phrase vorkommen. Kann man sich im Prinzip auch in disjunktiven Anfragen vorstellen, aber als Phrase macht es natürlich im konjunktiven Sinne ein bisschen mehr Sinn, weil wenn man sagt, ich möchte eine Phrase finden, dann bedeutet das ja, dieser Term und dieser Term müssen genau in dieser Reihenfolge vorkommen. Man könnte sich als Teil einer disjunktiven Anfrage vorstellen, eben sowas zu sagen wie die Phrase Antonius und Caesar oder die Phrase Caesar und Kleopatra sollen drin vorkommen, aber dann sind eben die Phrasen selbst eigentlich schon konjunktive Teilanfragen. Und das führt uns auch schon darauf, dass man im Prinzip erkennt, im Prinzip, ja, es ist so wie bei boolschen Formeln allgemein, man kann natürlich aus einfachen Konstrukten auch komplexere machen. Man kann auch sehr komplexe Anfragen mit mehreren Termen eben als Formeln aufbauen und sagen, ja, es könnte sowas sein wie Antonius oder Caesar und nicht Calpurnia. Das kann man im Prinzip dann immer alles Mögliche, was komplexer ist, auf eine konjunktive oder disjunktive Normalform zurückführen, sodass man dann doch wieder im Prinzip, wenn man disjunktive oder konjunktive Fragen beantworten kann, auch solche komplexen Sachen beantworten kann. Gerade solche komplexen Sachen spielen dann aber oft eben eine Rolle, wenn es um sowas wie Patentsuche geht oder so, dass man sagt, naja, es könnte so genannt sein oder so genannt und außerdem muss noch dieser Term oder in einer anderen Form jener Term mit drin vorkommen. Also da entstehen leicht komplexe Anfragen oder auch bei sowas wie solchen systematischen Reviews, wo man eben alle Dokumente zu einem bestimmten Thema finden möchte. Dann muss man eben alle möglichen Vokabularvarianten für das Thema oder alle Dinge, die mit dem Thema was zu tun haben, versuchen, in die Anfrage reinzubauen. Es entstehen sehr, sehr leicht sehr komplexe Anfragen. Wie funktioniert das jetzt, wenn man eine konjunktive Anfrage hat? Also man möchte Treffer haben, die jeden dieser Terme T1 bis TN enthalten. Und ich möchte jetzt also die Teilmenge groß R wie relevant, der ganzen Dokumentkollektion, die indiziert ist, finden, die relevant für die Anfrage Q sind. Und in dem Fall heißt ja relevant, alle Terme sind enthalten. Jetzt habe ich sowas wie so einen Index. In den Index weiß ich, da stehen so Postlisten drin mit Postlistenlänge und Skip-Pointer und nochmal die Erinnerung. Und außerdem scheint die hier nach ID sortiert zu sein. Ob die ID jetzt eine Wichtigkeit des Dokuments ist oder nicht, weiß ich im Moment nicht. Könnte man natürlich aber wissen, wenn man die Suchmaschine selbst ist. Aber es ist auf jeden Fall nicht nach Termgewicht sortiert, weil hier Termgewicht von 4 vor 9 steht. Also können wir vielleicht annehmen, es ist irgendwie nach Dokumentwichtigkeit sortiert und die IDs wurden dann eben nach Wichtigkeit umsortiert. Aber das Wichtige ist, beide Postlisten sind erstmal in der gleichen Art relativ sortiert, also nach Dokument-ID. Jetzt ist die Frage, die hier drunter steht, was ist denn jetzt eigentlich das Problem, was ich lösen muss, wenn ich also so eine konjunktive Anfrage beantworten möchte? Also nehmen wir mal die konjunktive Anfrage TI, TJ. Was muss ich jetzt eigentlich machen, um rauszukriegen, welches sind die Dokumente, die diese konjunktive Anfrage beantworten? Können Sie mal kurz drüber nachdenken? Ist wahrscheinlich gar nicht so komplex. Was muss man denn machen? Haben Sie den Screencast kurz angehalten? Haben Sie eine Idee bekommen? Wenn nicht, dann können Sie es jetzt noch machen. Ja, das, was man machen muss, liegt nicht so fern.
Man will die beiden Listen den Durchschnitt haben, also man will sie schneiden, den Durchschnitt von beiden Listen haben, um dann eben festzustellen, ja, 2 ist in beiden Listen, 8 ist in beiden Listen, 41 ist in beiden Listen und die 77 ist in beiden Listen. Also das wäre quasi der Durchschnitt. Und ja, die Frage ist, wie kriegt man das hin? Naja, das ist gar nicht so komplex. Was wir bekommen, ist also im Prinzip als Probleminstanz eine Menge von n Listen zu eben den entsprechenden Anfragetermen, die Listen. Und die, ja, sinnvollerweise müssen es mindestens 2 sein, ansonsten hätte ich ja einfach die Postliste zurückgegeben. Und das sind auch Listen, in denen diese Skip-Pointer mit drin sind. Und die Lösung, die ich suche, ist jetzt eine sortierte Liste von Zahlen, also sortiert nach den Zahlen erstmal, nicht nach Gewicht. Wir sind ja immer noch in dem Fall, dass wir nur ein Set zurückbekommen wollen, also die Menge aller relevanten Dokumente. Und ich möchte aber die Forderung erfüllt haben, dass in dieser Liste R, die ich zurückbekomme, nur solche Zahlen drin sind, die in allen Listen vorkommen. Also hier ein Beispiel von 2, eben in beiden Listen. Wenn ich dann 4 oder 5 Terme habe, dann möchte ich nur solche Zahlen zurückbekommen, Dokument-IDs zurückbekommen, die in allen Listen vorkommen. Lösungsidee ist, dass man sagt, ich fange mit den 2 kürzesten an und schneide erstmal die beiden kürzesten Listen. Dann bekomme ich so eine Art Zwischenkandidaten. Liste von relevanten Treffern und die schneide ich dann mit den jeweils nächsten Listen, also mit der drittlängsten, dann habe ich wieder ein neues Zwischenergebnis, schneide ich mit der viertlängsten und so weiter. Also mit der viertkürzesten und der drittkürzesten. Also ich fange immer mit den kürzesten an und der Hintergrund ist dabei, dass ich dann einfach dieses Zwischenergebnis möglichst kurz habe und ja, solange ich quasi noch die Listen nicht alle verarbeitet habe, nehme ich dann immer dieses immer kürzer werdende Zwischenergebnis und schneide es mit den immer länger werdenden Postlisten der Terme, die ich noch nicht mit beachtet habe. Was muss man jetzt also können? Eigentlich muss ich erstmal 2 Listen miteinander schneiden können. Und wenn ich 2 Listen miteinander schneide, dann kann ich natürlich dann auch mehr Listen miteinander den Durchschnitt bilden, indem ich einfach immer die ersten 2, also die 2 kürzesten, schneide und dann immer diese Zwischenergebnisliste mit der jeweils nächstkürzesten Liste schneide. Also fangen wir an und versuchen das Problem zu lösen, 2 Listen zu schneiden. Also es ist ja kein wirkliches Problem. Es ist im Prinzip sowas Ähnliches vielleicht wie beim Vorgehen von Merge Sort oder so. Wahrscheinlich haben Sie auch schon mal so einen Listendurchschnittsalgorithmus irgendwo gesehen. Wir gucken uns jetzt einfach nochmal an. Also wir suchen erstmal eine Lösung für das einfache Problem. Ich habe 2 Listen und will die Liste der Zahlen in aufsteigend sortierter Reihenfolge, die in beiden vorkommt. In unserem Fall sind das immer Dokument-IDs. Und aufsteigend sortiert will ich es halt einfach, weil das vielleicht schon irgendwie so eine Dokumentwichtigkeit mit war. Aber am Ende ist mir die Sortierung eigentlich für die Ausgabe als Retrieval-Ergebnis erstmal egal. Wie wird dieses Verfahren funktionieren? Ich habe 2 Listen und ich initialisiere erstmal das Ergebnis als neue leere Liste und habe für jede dieser Eingabelisten einen Iterator, also quasi einen Zeiger, der mir sagt, wo in der Liste stehe ich gerade. Solange die Iteratoren auf noch Listeneinträge zeigen, werde ich in der Schleife immer gucken, ob die beide auf das Gleiche zeigen und ansonsten dann entsprechend die Iteratoren vorwärts, also in die Liste weiter reinsetzen. Falls einer der Iteratoren ans Ende der Liste, seiner Liste gekommen ist, weiß ich, ich bin fertig und kann das Zwischenergebnis, was ich immer habe, was ich weiter aufbaue, kann ich einfach zurückgeben und sagen, das ist der Durchschnitt der beiden Listen. Sobald einer der Iteratoren hinten ist, bin ich fertig, weil dann die Einträge, die in der anderen Liste noch danach kommen, kein Gegenstück mehr in der anderen Liste haben. So, also frage ich immer, die beiden Iteratoren, matchen die, also schauen die gerade auf denselben Eintrag, dieselbe Dokument-ID. Wenn ja, hänge ich den hinten an die Ergebnisliste dran, soll ja auch nach Dokument-ID quasi sortiert sein. Und ansonsten, wenn das nicht der Fall ist, dann gucke ich, ist denn der Zeiger in der X ein, also der X1-Zeiger in der ersten Liste kleiner als der X2-Zeiger in der zweiten Liste, also zeigt der X1-Zeiger auf eine kleinere Dokument-ID, dann schiebe ich den weiter. Gegebenenfalls benutze ich dafür auch die Skip-Pointer. Und ansonsten frage ich noch, ist denn der X2-Zeiger kleiner als der X1-Zeiger, also die Dokument-ID? Dann schiebe ich den X2-Zeiger gegebenenfalls mit Skip-Pointern weiter. Und eben, wenn einer der Iteratoren ans Ende seiner Liste gekommen ist, dann gebe ich das Ergebnis aus, was ich bis dahin aufgebaut habe.
das Ganze noch als Pseudocode. Sieht im Prinzip so aus, dass ich also eine Initialisierung habe und eben am Anfang die Zeiger auf den Kopf der jeweiligen Liste setze. Und solange ich noch was habe, also ich noch nicht ans Ende der Listen gekommen bin, frage ich immer, sind denn die beiden Schlüssel, auf die zeigen, also die Dokument-IDs, sind die gleich? Wenn ja, packe ich den entsprechenden Eintrag in diese Liste, die ich ausgeben will, und mische dabei die entsprechenden Informationen. Je nachdem, was ich damit anfangen möchte, also im Sinne von Set-Retrieval, könnte ich sagen, ja gut, kommt halt in beiden vor, die Information brauche ich nur, da brauche ich nur die Dokument-ID einmal. Im Falle von gerankten Retrieval könnte man sich aber auch schon vorstellen, dass man hier einen Zwischenergebnis beispielsweise versucht aufzubauen und das Gewicht beispielsweise zu addieren oder sowas. Also irgendwie kann man sich vorstellen, das Merging ist entweder ganz banal oder vielleicht auch ein bisschen mit Berechnung verbunden. Und wenn ich also einen Treffer gefunden hatte, dann muss ich danach einfach die Iteratoren jeweils um einen weiterschieben. Ansonsten gucke ich noch nach dem Weiterschieben oder eben überhaupt, wenn die nicht auf dem gleichen Zeiger, also nicht auf der gleichen Stelle standen, welcher von beiden denn der kleinere ist. Also erste While-Schleife, die versucht, den X1-Zeiger weiterzuschieben. Also wenn ich den skippen kann, dann skippe ich. Das heißt, wenn ich eben einen Sprung in der L1-Liste machen kann, dann springe ich. Wenn nicht, dann schiebe ich ihn einfach auf den nächsten Eintrag und gucke, ob es jetzt denn gleich oder eben X2 dann gegebenenfalls kleiner als X1 geworden ist. Das heißt, es wird nochmal so eine zweite Schleife geben, die eben das hier macht, aber in der X2-Liste weiterzuschieben. Keine Angst, wir gucken uns auch gleich nochmal ein Beispiel an, um dann zu sehen, wie es funktioniert. Aber ich meine, ein bisschen Pseudocode einmal kurz sehen, dass da nichts, kein Hexenwerk drin ist, ist auch ganz in Ordnung. Also das, was man wissen muss, Can Skip ist die Frage, habe ich denn einen Skip-Pointer, der auf was zeigt, was noch vor dem X2-Eintrag liegt? Wenn ja, benutze ich den. Also dann skippe ich mit dem Skip-Pointer. Ansonsten, falls es keinen Skip-Pointer in dem aktuellen Eintrag gibt oder der eben zu weit springen würde, dann hangle ich mich zum nächsten Eintrag in der X1-Liste. Und hier eingeblendet, also jetzt habe ich die X1-Vorschieben-Schleife weggeblendet. Das ist quasi das Analoge für die L2-Liste mit dem X2-Zeiger. Also der wird auch dann vorgeschoben, wenn er eben noch vor dem X1-Zeiger steht. Und am Ende, wenn alles fertig ist, wenn ich durch eine der Listen fertig durchgekommen bin, dann gebe ich das Ergebnis zurück. Aber es ist jetzt nicht gerankt in einer Weise, die anders wäre als nach Dokument-ID. Es ist also einfach erstmal nur ein Set-Retrieval gewesen. So, wie funktioniert das? Gucken wir es uns in einem Beispiel an. Also angenommen, ich habe sowas wie eine Anfrage TI und TJ, also eine konjunktive Anfrage mit nur zwei Termen hier erstmal, oder ich muss als Teilergebnis einer längeren Anfrage eben den Durchschnitt der beiden Listen TI für TI und TJ am Anfang bestimmen. In den Postings selbst habe ich Informationen über die Dokument-IDs, die Termhäufigkeit und natürlich im ersten Posting die Länge der Liste. Und in Abständen, die regelmäßig sind, solche Skip-Pointer, die dann eben hierhin springen könnten oder gegebenenfalls sogar hierhin oder hierhin springen könnten. Also in diesem Skip-Pointer weiß ich, wo würde der hinspringen und welche Dokument-ID steht da, sodass ich einfach dieses Can-Skip auswerten kann und sagen kann, falls ich hier stehe und frage, kann ich denn bis zum Eintrag 41 springen, weil vielleicht der schon hier hinten stünde aus irgendeinem Grund, dann weiß ich, ich kann also hier hinspringen, okay, das wäre kleiner. Ich könnte auch direkt hier vorne hier hinspringen, bis zu 28 wäre auch noch kleiner, falls ich diese beiden Sprungziele hätte. Okay, schauen wir uns aber an, wie diese Intersection tatsächlich ablaufen würde für diese Teilanfrage oder vielleicht auch die ganze Anfrage TI und TJ. Es wird erstmal das auszugebende Ergebnis als leer initialisiert, also eine leere Liste, und die beiden Zeiger auf den Anfang der jeweiligen Liste gesetzt. Also XI zeigt auf den ersten Eintrag in der I-Liste, XJ zeigt auf den ersten Eintrag in der J-Liste und es wird geguckt, ob die auf dieselbe Dokument-ID zeigen. Der eine zeigt auf 2, der andere auf 1, ist also nicht die gleiche Dokument-ID. 1 ist kleiner als 2, das heißt, der J-Zeiger wird 1 weitergerutscht. Jetzt wird wieder geschaut, zeigen die aufs Gleiche? Ja, sie zeigen aufs Gleiche, also wird 2 mit irgendeiner Information ausgegeben. Also man könnte beispielsweise sagen, sowas wie 7 als gemeinsame Summe der entsprechenden TF-Gewichte oder man macht was anderes damit. So, jetzt habe ich einen Treffer gefunden. In dem Fall sagte der Algorithmus, es werden beide 1 weitergeschoben, also
der J-Zeiger eins weiter, der I-Zeiger eins weiter. Stellt man fest, die Dokument-IDs sind nicht gleich. 3 ist kleiner als 4, das heißt, der J-Zeiger wird eins weiter geschoben auf die 5. Jetzt stellen wir fest, jetzt ist der I-Zeiger kleiner als der J-Zeiger. Das heißt, der I-Zeiger wird weitergeschoben auf die 8. Jetzt ist der J-Zeiger wieder kleiner. Der wird auch weitergeschoben. Jetzt habe ich den nächsten Match. Also 8 und 8. Beide zeigen auf die gleiche Dokument-ID. Und ich habe den neuen Eintrag in die Ergebnisliste mit entsprechend, was auch immer der Payload dann sein soll. Also die eigentliche Information, beispielsweise addiertes Gewicht. Beide werden eins weitergeschoben. Ich hatte ja gerade einen Treffer. Also der I-Zeiger wird eins weitergeschoben, der J-Zeiger eins weitergeschoben. J zeigt jetzt auf die 41, I auf die 16. Okay, 16 ist also kleiner. Jetzt wird geprüft, wie eigentlich jedes Mal vorher auch, kann ich denn skippen? Also habe ich ein Sprungziel, was noch kleiner ist als die 41? Und ja, das habe ich. Hier habe ich die 28, also wird der I-Zeiger direkt hierhin springen. Und das ist also mal eine Anwendung von so einem Skip-Pointer. Die Einträge dazwischen brauche ich mir nicht angucken, weil ich ja weiß, die sind nach Dokument-ID sortiert. Ich muss eigentlich bis zu 41 kommen. Ich komme hier immerhin bis zu 28. Das nächste Sprungziel, falls es mit dabei gewesen wäre, 77, wäre zu weit gewesen. Jetzt stelle ich wieder fest, 28 ist kleiner als 41. Ich kann aber als nächstes Sprungziel nur zu 77 springen. Das wäre dann zu groß, also muss ich den um 1 verschieben. Und jetzt stelle ich wieder fest, ah, Glück gehabt, gleiche Dokument-ID, gebe ich wieder ein neues Zwischenergebnis. Beide springen um einen weiter. Ich hatte ja gerade einen Treffer gefunden. Jetzt zeigt der I-Zeiger wieder auf was Kleineres als der J-Zeiger. Der I-Zeiger wird um einen Eintrag weitergeschoben, zeigt jetzt auf die 77. Jetzt ist der J-Zeiger kleiner als der I-Zeiger. Es wird überprüft, habe ich ein Sprungziel, was passen würde. Also etwas, was kleiner gleich 77 ist. Und tatsächlich in der 51 habe ich ja einen Skip-Pointer und der zeigt mindestens auf den nächsten, auf die 77. Das heißt, der J-Zeiger wird dahin springen. Ich habe den nächsten Eintrag und am Ende würden die jeweils um einen weiter und es geht so weiter. Aber das sollte ja nun mal veranschaulichen im Prinzip, wie das Verfahren läuft. Und wenn die Liste jetzt noch weitergeht, geht es eben weiter und es kommt gegebenenfalls noch mehr Einträge. Aber wir haben jetzt auch schon gesehen, wie diese Skip-Pointer benutzt werden. Wird also immer überprüft, Entschuldigung, in jedem Schritt, ob ich ein Sprungziel hätte. Wenn ich ein Sprungziel habe, dann gucke ich noch, ob das passt. Also ob es noch kleiner gleich der Dokument-ID ist, die ich eigentlich gerade in der anderen Liste, auf der ich da gerade stehe. Und gegebenenfalls benutze ich es. Ansonsten schiebe ich immer nur um 1 weiter. Also Ergebnis würde also jetzt hier sowas wie 2, 8, 41, 77 und gegebenenfalls noch mehr, was auch immer danach kommt, ausgegeben. Und das wäre ja auch genau das, was man so durch scharfes Hingucken erwartet hätte erstmal. Also alle die Dokument-IDs mit irgendeinem kombinierten Gewicht dann versehen, die tatsächlich in beiden Listen vorkommen. Ein paar Bemerkungen noch dazu. Üblicherweise ist es so, also zumindest in so einem Szenario wie Websuche, dass Postlisten für viele Terme eigentlich gar nicht so in den Hauptspeicher passen. Also es kommt ein bisschen darauf an, was man für einen Hauptspeicher hat, aber vielleicht sind die schon für eben so ein Gerät zu groß und zumindest werde ich nicht alle Postlisten vollständig vorhalten können. Das heißt, man würde über die Listen durch so ein Iterieren auch tatsächlich besser, schneller durchkommen, weil immer nur Teile reingeladen werden, als wenn ich versuche, tatsächlich so eine ganze Postliste reinzuladen. Also wahrscheinlich habe ich immer von ein paar Postlisten immer eher die Anfangsstückchen und gegebenenfalls muss ich dann beim Iterieren eben nachladen. Ein Key wurde jetzt hier in dem Pseudocode immer benutzt, aber das ist im Prinzip erstmal nur eine Abkürzung sozusagen für die Dokument-ID, die da in dem Posting steht. Die Merge-Funktion, die mischt einfach zwei Postings zusammen, die die gleiche Dokument-ID eben haben. Das könnte sowas sein, wie irgendwas mit den Termgewichten noch zu rechnen oder eben auch nicht. Also es kommt so ein bisschen drauf an, was man da tatsächlich möchte. Hatte ich ja schon gesagt. Next ist also einfach immer das nächste Posting. Haben wir dann beim Anwenden des Verfahrens tatsächlich gesehen. Und CanSkip und Skip sind also die Fragen, kann ich ein Skip-Konto ausnutzen? Und wenn ja, dann springe ich einfach bis zu dem Posting, was mir passend erscheint. Und grundsätzlich ist jetzt also erstmal die Frage beantwortet, wie ich zwei Listen mische. Jetzt hatten wir ja schon gesehen, im Prinzip, wenn ich eine konjunktive Anfrage habe, die mehr als zwei Terme hat, dann will ich ja mehr Listen mischen, also den Durchschnitt von mehr Listen bilden. Bei disjunktiven Sachen, da bilde ich ja eher die Vereinigung. Deswegen schauen wir uns hier so ein bisschen das Spannendere an, die konjunktive Form.
Bei der Vereinigung würde ich halt einfach mal jeden Eintrag dann mit dazu nehmen und entsprechend sowas wie bei Merge Sort oder so machen. Dann immer die Dokument-IDs fragen, welche ist denn die kleinste gerade, die nehme ich dann mit rein. Falls ich in mehreren Listen auf der gleichen Dokument-ID stehe, dann würde ich die gegebenenfalls auch so mergen, wie wir das jetzt hier beim Konjunktiven gemacht haben. Aber wir haben ja erstmal nur zwei Listen gemischt, also geschnitten. Für konjunktive Anfragen müsste ich jetzt, wenn es mehr Terme sind, eben mehr Listen mischen. Und das Verfahren baut dann jetzt aber einfach darauf auf, dass wir zwei Listen mischen können. Also angenommen, wir haben N-Listen, die jetzt reinkommen, als einfach verkettete Listen. Ich möchte eine sortierte Liste von Zahlen, die in allen vorkommen. Für eben konjunktive Anfragen, für disjunktive würde ich dann eine sortierte Liste haben wollen von eben Dokument-IDs, die in der Vereinigung der Listen vorkommen. Hier möchte ich es eben im Durchschnitt haben. Bei Intersect Many würde ich dann also sagen, ich sortiere erstmal nach Listenlänge. Dazu baue ich mir beispielsweise einen Heap auf und sage, ich nehme immer das Minimum. Also ich will einen Min-Heap haben, wo ich das Minimum schnell bekomme. Ich extrahiere mir das Minimum und solange die Liste tatsächlich oder solange noch Listen in dem Heap sind, nehme ich immer das nächste Minimum noch mit dazu. Also ich habe es initialisiert mit dem kleinsten insgesamt. Dann suche ich mir die zweite Liste, solange ich noch welche habe in dem Heap, extrahiere ich nochmal ein Minimum und sage, ich schneide also die Liste von hier. Das war erstmal mein erstes quasi Zwischenergebnis. Die kleinste Postliste, die kürzeste mit der zweitkleinsten. Dann in der While-Schleife habe ich ein neues Zwischenergebnis. Ich habe das ja auf R gesetzt. Und jetzt nehme ich mir dann im nächsten Umlauf die drittkleinste, dann die viertkleinste und so weiter und schneide immer diese zwei, so wie wir es uns überlegt hatten, dass ich, wenn ich zwei Listen schneiden kann, eben auch den Durchschnitt von n Listen dann bestimmen kann. Und hier wird also immer die Funktion, Methode aufgerufen, die wir uns gerade angeschaut hatten zum Durchschnitt bilden von zwei Listen. Was kann man beobachten? Naja, im Prinzip ist die Größe der Liste R nach oben beschränkt durch die Länge der kürzesten Postliste der Terme. Also es wird nie länger als die kürzeste Postliste werden beim konjunktiven Verarbeiten von Anfragen. Ich bilde ja immer den Durchschnitt und der Durchschnitt kann dann höchstens kleiner werden. Ich fange mit der kürzesten an. Je kleiner die Zwischenergebnisliste R dann wird, also bei einer längeren Anfrage, desto besser und häufiger werde ich die Skip-Pointer benutzen können, weil dann einfach die Wahrscheinlichkeit größer ist, dass ich in der R-Liste großen Sprung zwischen tatsächlich zwei Dokument-IDs gemacht habe, in der neu hinzukommenden, aktuell kürzesten noch vorhandenen Postliste von Termen, die ich noch nicht verarbeitet habe, werde ich dann also die Skip-Pointer tatsächlich gut benutzen können. Und außerdem lese ich jede Liste in diesem Intersect-To ja sequenziell. Das heißt, im Prinzip habe ich dadurch auch, zumindest falls ich irgendwas von Platte lesen muss, die Plattenlesezugriffe auf sequentielle Zugriffe beschränkt, was ja üblicherweise auch schneller funktioniert als wahlfrei. Kommt so ein bisschen drauf an, was es tatsächlich dann ist. Und vielleicht habe ich die Postlisten tatsächlich doch alle auch im Hauptspeicher und könnte theoretisch genauso wahlfrei drauf zugreifen. Aber die Verfahren, die wir uns hier anschauen, die sind eben auch schon vor ein paar Jahrzehnten angewandt worden, als es noch sowas wie drehende Platten quasi gab, wo es dann tatsächlich nützlich war, wenn die Listen hintereinander weg liegen, sodass der Lesekopf der Platte einfach einmal hintereinander weglesen kann. Also sequenzielles Lesen war früher tatsächlich ein wichtiger Punkt, heute vielleicht gar nicht mehr so interessant, kommt auch so ein bisschen darauf an, wie viel von den Postlisten ich tatsächlich noch auf irgendwelchen langsamen Platten auslagern muss. Was hatten wir jetzt noch gesehen? Naja, eigentlich wollten wir noch sowas wie Proximity-Queries vielleicht beantworten können. Also Queries, die Anfragen, die so aussehen. Ich habe zwei Terme und verlange, dass die in einem gewissen Epsilon-Abstand stehen. Also wir hatten es jetzt abgekürzt durch so ein Slash Epsilon. Das heißt, zwischen den beiden Termen sollen höchstens Epsilon viele Wörter stehen, beziehungsweise sowas wie Epsilon minus 1 viele Wörter, je nachdem, wie man es tatsächlich als Semantik interpretiert. Dass man sagt, okay, die Positionen sollen sich um höchstens so viel unterscheiden. Naja, wenn ich solche Epsilon-Anfragen beantworten will und also frage, wie weit auseinander in Positionen stehen zwei Terme, dann muss ich natürlich auch Positionen im Index haben. Also jedes Posting muss die Position enthalten. Ansonsten müsste ich ja für jeden Treffer
den ich durch Listenintersection beispielsweise feststelle, dann noch gucken, indem ich in dem Dokumenttext nochmal nachschaue, ob die tatsächlich nah genug aneinander stehen. Und das würde unheimlich langsam, also im Vergleich unheimlich langsam sein. Deswegen, wenn man solche Proximity-Anfragen erwartet, würde man tatsächlich sagen, ich speichere mir Positionen in irgendeiner Form im Index ab, also beispielsweise durch die exakte Termposition oder zumindest sowas wie in welchem Satz ein Term vorkommt, dann kann ich zumindest solche Satzproximity, also kommt im selben Satz vor oder kommt mit höchstens einem, also höchstens im nächsten Satz mit keinem größeren Unterschied als eine Satzposition vor oder so. Solche Sachen könnte ich beantworten. Im Beispiel ein Satz mit 12 Termen und die sind durchnummeriert. Also wir fangen jetzt hier mal bei 1 an zu zählen. Ja, üblicherweise in der Informatik fängt man bei 0 an. War es jetzt so ein bisschen vielleicht natürlicher, hier einfach mal bei 1 anzufangen. Und jetzt fragt man sich, wie sieht das Posting für Because beispielsweise aus? Das kommt ja hier dreimal hintereinander vor. Ja, da steht drin, okay, es kommt ein D vor, also irgendwie wird das D charakterisiert, beispielsweise durch eine Dokument-ID. Es kommt dreimal vor und dann kommt die Liste der drei Vorkommen. Also das hier gibt auch gleichzeitig an, wie viele Positionen kommen denn vor. Und die Position habe ich jetzt hier einfach mal in Klammern so verdeutlicht, dass man die nicht mit der 3 verwechselt. Eigentlich im Index müsste man ja dann gar keine Klammern setzen, weil man dann immer weiß, die Semantik ist Dokument-ID, ist ja wahrscheinlich auch eine Zahl, dann Anzahl der Vorkommen und dann kommen eben so viele Zahlen, wie hier Anzahl der Vorkommen stand. Aber so ein bisschen verdeutlichen kann man es also hier in Klammern hinschreiben. Oder für Sentence wäre das Posting dann eben, ja, kommt in D vor, einmal und zwar an Stelle 5. Und wenn man sich jetzt also die Termposition ganz genau so abgespeichert hat, dann könnte man sagen, eine Zweierumgebung von Because, was kommt da alles vor? Naja, höchstens zwei dazwischen oder meint man höchstens zwei Termpositionen Abstand? Wir meinen jetzt hier höchstens zwei Termpositionen Abstand, also Because kommt als kleinstes an der 7 vor, dann kommt also noch Sentence an der 5 vor und with an der 6, das ist also 5 ist höchstens 2 kleiner als 7, 6 ist auch höchstens 2 kleiner als 7. Außerdem kommt in einem Zweierabstand von diesem Because noch das Because und das Because vor. Im Zweierabstand von diesem Because kommt das Because und das with vor. Okay, das hatte ich schon. In einem Zweierabstand kommt aber auch noch das Because und das is hier vor. Also Sentence with is kommt im Zweierabstand vor. Und von diesem Because kommt im Zweierabstand auch Because wieder vor, hatten wir schon drin. Und is hatten wir auch schon, aber auch noch also a conjunction, kommt auch noch mit vor. Das heißt, die Zweierumgebung von Because wäre in diesem Satz von hier bis hier, weil ich eben sage, die Interpretation soll jetzt so sein, dass die Termposition sich um höchstens zwei unterscheidet. Manchmal meint man auch sowas damit, wie es dürfen höchstens zwei Terme dazwischen drin, inzwischen vorkommen. Dann könnte man eben sagen, okay, 1, 2, dann habe ich halt einen Abstand von 3. Aber so dieses plus minus 1 ist die Interpretation. Und wir würden uns jetzt hier auf die festlegen, dass wir sagen, wir berechnen einfach die Differenz der Position und sagen, die soll höchstens so groß sein, wie das Epsilon angibt. Jetzt ist die Frage, wie kann man denn solche Anfragen denn tatsächlich dann beantworten? Und ja, da muss ich also Positionslisten schneiden. Und zwar die Positionslisten schneiden für Dokumente, die beide Terme enthalten. Also quasi noch einen Schritt mehr nach einer konjunktiven Verarbeitung von Anfragen. Also angenommen, ich habe zwei Terme in der Anfrage. Ich finde einen Treffer, Dokument-ID K, enthält beide Terme. Jetzt muss ich noch schauen, wie sind denn die Positionen von Term 1 und Term 2 zueinander? Haben die den Epsilon-Abstand? Das heißt, Eingabe sind zwei sortierte Arrays von Positionen der zwei Terme im Dokument D. Also die Dokument-ID muss dieselbe sein. Das heißt, in dem Fall wäre es also, das hier wäre ein Array und das hier wäre ein Array. Und jetzt will ich fragen, kommt Sentence in der Zweier Umgebung von Because vor, dann muss ich also fragen, passt denn 5 zu einer 2-Umgebung von 7, 8 oder 9? Ja, zu 7 passt. So, und das wollen wir jetzt algorithmisch auflösen. Also ich habe diese zwei Arrays, die die Positionen enthalten, aufsteigend sortiert. Und ich muss noch diese Epsilon-Distanz vorgeben, also wie viel Abstand dürfen die Positionen haben. Die Ausgabe soll jetzt sein, für jede Position in der Liste, Quatsch, im Array A1, die Positionen im Array R2, die im Epsilon-Abstand stehen. Und dann kann ich im Prinzip die ganzen Terme
in dem Dokument finden, die zueinander in diesem Epsilon-Abstand nur liegen. Und kann überprüfen, ob tatsächlich die zwei Anfrageterme beispielsweise, die jetzt zu diesen Arrays A1 und A2 passten, ob die eine Epsilon-Umgebung erfüllen, indem ich dann frage, kommt denn in dieser Ausgabeliste überhaupt was vor? Wenn die Liste leer ist, dann gibt es die Epsilon-Umgebung nicht her, also dann habe ich die zwei Terme nicht nah beieinander stehen. Wenn da was drinsteht, dann habe ich sie an irgendeiner Stelle mal nah beieinander stehen und je mehr in der Ausgabe steht, desto häufiger stehen sie nah beieinander. Wie funktioniert es? Naja, ich habe die Eingabe, die zwei Arrays und dieses Epsilon. Ich initialisiere die Ausgabe wieder erstmal als leer, leere Map beispielsweise. Und dann habe ich eine Vorschleife, die durch die A1-Liste durchgeht. Jetzt hier auch mal im Pseudocode nicht von 0 angefangen, durch das A1-Array nicht von 0 angefangen, sondern von 1 bis Länge. Je nachdem, in den meisten Programmiersprachen müssen wir von 0 bis Länge minus 1 gehen, aber hier in dem Fall erstmal von 1 bis Länge, ist ja Pseudocode. Ich baue mir eine potenzielle Kandidatenliste auf und sage, okay, für die zweite Liste gehe ich auch jeweils einmal durch. Für jeden Eintrag der ersten Liste gehe ich einmal komplett durch die zweite Liste und frage, beziehungsweise fast komplett durch die zweite Liste, es wird ein Abbruchkriterium geben und frage, passt denn die Position, an der ich bin, gerade zur Position, in der ich in der ersten Liste stehe? Also ist denn der Abstand von dem Ding, in dem ich in der ersten Liste stehe, A1i minus A2j, vom Betrag her kleiner als Epsilon? Also ist mir ja wurscht, ob ich rechts oder links in der Epsilon-Umgebung stehe, also sozusagen kleiner oder größer bin. Wenn ja, wenn es passt, dann füge ich diesen Eintrag in diese R-Geschichte ein, die sozusagen der Kandidat ist für die aktuelle Position. Falls es nicht kleiner gleich ist, dann frage ich, ist denn der Eintrag, in dem ich in der R2-Liste stehe, jetzt schon größer als der in der A1-Liste? Also ich weiß ja, er ist nicht mehr in der Epsilon-Umgebung. Wenn er dann größer ist, dann bin ich also über die Epsilon-Umgebung hinaus und ich werde nie wieder reinkommen. Dann kann ich also diesen Einschleifen-Umlauf der inneren Schleife abbrechen und werde dann in der äußeren Schleife immer nochmal das aktuelle Zwischenergebnis in diese Map für R1 an die Stelle A1i packen. Also in diese tatsächlich am Ende auszugebende Sache. Das sind also die R' sind die ganzen Einträge in der A2, in dem A2-Array, die zu der Stelle A1i im Epsilon-Abstand stehen. Ja, das mache ich für jeden Eintrag in der A1-Liste. Laufe ich einmal durch diese A2-Liste durch und am Ende gebe ich das zurück, was also dieses R ist. Ein paar Bemerkungen, also was ich hier mache, ist an der Stelle ein bisschen sozusagen schnell abzubrechen. Ich muss nicht durch die ganze A2-Liste gehen, sobald ich merke, ich bin aus der Epsilon-Umgebung raus, kann ich aufhören. Also weiter hinten in der A2, in dem A2-Array werde ich die Epsilon-Umgebung nicht nochmal finden für diesen einen konkreten Eintrag in A1, den ich gerade überprüfe. Und außerdem, wenn ich mich frage, wie kann ich denn das jetzt beispielsweise in sowas wie Intersect2 mit einbauen? Na, bei Intersect2 wäre es gerade in der Zeile 4 gewesen, wo ich jetzt sage, ich nehme das nicht direkt auf, sondern ich frage erstmal noch, was sind denn die entsprechenden Epsilon-Umgebungen, wenn ich eine Proximity-Anfrage habe. Wäre es also in Intersect2 gerade an der, in der Zeile 4? Ich kann mal kurz versuchen zurückzublättern. Intersect many und bei Intersect2 wäre es also hier in der Zeile 4, wo ich nicht direkt inserte, sondern eben noch sage, gegebenenfalls überprüfe ich also hier nochmal, ob die Epsilon-Umgebung erfüllt ist, falls es eine Proximity-Query war. Gut, jetzt können wir also auch Proximity-Anfragen beantworten. Und die nächste Frage wäre eine bestimmte Form von Proximity-Anfragen, dass ich eben sage, ich habe eine Phrasenanfrage. Also ich möchte die Terme in genau der Reihenfolge und relativ zueinander so finden, wie sie in der Anfrage vorkommen. Und also im Prinzip ist es eine konjunktive Anfrage. Die Terme müssen alle vorkommen und sie sollen genau in der Reihenfolge stehen. Um die Reihenfolge zu bestimmen, könnte ich natürlich jetzt auch immer sowas wie eine Proximity-Abfrage machen. Aber ich muss eben tatsächlich nicht nur fragen, sind die nah genug beieinander, sondern stehen sie auch in der richtigen Reihenfolge. Und dazu brauche ich die Positionen tatsächlich im Index. Also in dem Posting muss jetzt sowas stehen wie die Dokument-ID
wie oft kommt der Term in dem Dokument vor und dann eben tatsächlich ein Array der entsprechenden Positionen in dem Dokument als Termposition. Nur eine kleine Frage hierfür, wenn ich sowas sehe, wie die Positionen sind alle hier aufeinander folgen, welche Phrase ist es denn, die drin vorkommt, muss ich wahrscheinlich gar nicht den Screencast sozusagen Sie auffordern anzuhalten, sondern Sie sehen es hoffentlich sehr schnell. Ja, die Phrase ist genau to be or not to be, die kommt also an den Positionen 133 bis 138 im Dokument 4 vor, scheint also vielleicht irgendwas mit Hamlet zu tun zu haben. Was beobachtet man hier? Wenn ich jetzt Phrasenanfragen verarbeiten möchte, dann kann ich das im Prinzip auch mit so einer List Intersection machen. Also ich brauche im Prinzip Intersect Many und Intersect Two und könnte dann an der Stelle, wo ich immer tatsächlich feststelle, Intersect Two bzw. Intersect Many trifft zu, jetzt könnte ich fragen, sind denn die Termpositionen nicht in einer Epsilon-Proximity, so wie eben, sondern jetzt könnte ich hier fragen, passen die Termpositionen denn genau hintereinander? Und dieses passen die genau hintereinander, dafür muss ich dann im Prinzip einmal durch die entsprechenden Einträge in diesen Arrays gehen und habe also nochmal eine Zusatzlaufzeit, die jetzt quasi auf dieses Intersect Many, Intersect Two noch draufkommt. Also bei Intersect Many, was mache ich? Ich schaue mir jeden Postlisteneintrag einmal an. Also im Prinzip habe ich so viel Aufwand, wie die Postlisten der Terme der Anfrage lang sind. Also sowas wie die Summe der DF-Scores der Terme aus der Anfrage. So viel Aufwand habe ich, um mir so viele Postings muss ich mir anschauen in den Postlisten. Und jetzt muss ich mir gegebenenfalls für eine Phrasenanfrage ja in jedem dieser Postings nochmal anschauen, ob das gut zueinander passt. Und dann sind das eben im Prinzip nochmal Aufwand für die Anzahl der Treffer, die ich dann tatsächlich habe. Also in der äußeren sozusagen Methode, in der äußeren Funktion, wo ich die ganzen Postlisten miteinander schneide, muss ich eben schauen, wie viele Treffer gibt es. Und für jeden Treffer, also wo die Dokument-ID für alle Terme tatsächlich mal gefunden wird, für jeden dieser Treffer, muss ich dann nochmal durch die einzelnen Arrays in den Postings durchgehen und sagen, passen denn die Positionen jetzt zueinander, ist also nochmal ein Zusatzaufwand, der im Prinzip größenordnungsmäßig so groß ist, wie ich tatsächlich Treffer habe in der Originalanfrage. Also für jedes der Dokumente, was tatsächlich ein Treffer ist für die Originalanfrage im Intersect Many, muss ich quasi einmal durch die Dokumentlänge durchgehen. Es könnte ja sozusagen sein, dass ich hier durch diese Arrays komplett das Dokument dann in seiner Länge abgedeckt habe. Also nochmal so viel Aufwand, wie ich tatsächlich Länge in den potenziellen relevanten Ergebnissen habe. Das Ganze kann man versuchen, schneller zu machen, weil es halt doch vielleicht ein bisschen viel Aufwand ist. Und dann können wir jetzt wieder fragen, bringt es mir denn was, wenn ich N-Gramme abspeichere? Hatten wir ja schon immer mal diskutiert und gesagt, naja, wenn ich N-Gramme abspeichere, dann muss ich dafür eben nicht die Positionen checken, sondern das sind ja genau dann Phrasen, die ich im Index habe. Also wenn ich eben beispielsweise davon weggehe, dass ich hier einzelne Wörter im Index habe und sage, ich habe jetzt Phrasen von 2 Wörtern, dann stelle ich wieder fest, naja, das Dokument 4 hat jetzt ein bisschen andere Einträge in der 2 Gramm. Also es ist to be drin, be or not und not to. Und ich sehe jetzt aber hier wieder, to be steht genau vor or not. Und or not steht wieder genau vor to be. Also 133 bis 135 ist das to be. Also 135 schließt direkt an to be an und an or not schließt wieder to be an. Das heißt, ich könnte jetzt schneller sein. Und die Frage ist, wie viel schneller bin ich denn? Ich muss ja jetzt gar nicht alle diese 2 Gramme miteinander schneiden, sondern eben nur die, die tatsächlich aneinander stoßen in der Anfrage. Also ich muss nicht to be und be or schneiden, sondern ich muss die Liste von to be und or not schneiden und dann nochmal quasi mit to be schneiden. Habe ich aber eigentlich schon gemacht, aber wenn dann jetzt eine andere Phrase käme. Und die Frage ist, wie viel schneller kann ich denn werden, wenn ich also jetzt statt Unigramme, Bigramme oder Trigramme oder sowas abspeichere? Denken Sie mal kurz drüber nach, halten Sie mal kurz den Screencast an. Wie viel kann ich sparen, wenn ich mich jetzt darauf zurückziehe, dass ich eben nur nicht überlappende N-Gramme dann aufeinanderfolgend in der Anfrage überprüfen muss? Wie viel spare ich, wenn ich N-Gramme speichere an Laufzeit? Haben Sie eine Idee bekommen? Ja, wahrscheinlich im Prinzip sowas wie
diese eigentliche Phrasen, Anfragen, Overhead, den ich sozusagen zum eigentlichen Postlistenschneiden habe, der kann durch n geteilt werden. Also wenn ich Bigramme abspeichere, dann habe ich nur noch halb so viel Aufwand, weil ich ja eben nur die nicht überlappenden n-Gramme miteinander schneiden muss, beziehungsweise die Positionen von den nicht überlappenden n-Gramm miteinander abstimmen muss. Das heißt, wenn ich zusätzlich zu den Unigrammen auch noch Bi- oder Trigramme abspeichere, dann kann ich Phrasen, Anfragen doppelt so schnell oder quasi dreimal so schnell beantworten, wie wenn ich nur die Unigramme mit Position gespeichert hätte. Und das macht gegebenenfalls was aus, wenn ich etwa erwarte, dass ich ziemlich viele Phrasenanfragen bekomme. Und ansonsten, nicht nur, wenn ich Phrasenanfragen bekomme, da wissen wir schon im Hinterkopf, die meisten Nutzer benutzen überhaupt keine Operatoren und sagen mir gar nicht, dass da Phrasen sind. Ich kann natürlich auch nicht Phrasenanfragen, die nicht explizit solche Phrasen gehighlightet haben, mit einem Bi- oder Trigramm-Index schneller beantworten, indem ich einfach als Suchmaschine selbst beim Anfragevorverarbeiten erkenne, dass da beispielsweise eine Phrase drinsteckt, also sowas wie San Francisco oder Information Retrieval, und dann in dem entsprechenden Index nachschaue. Auch wenn der Nutzer nicht explizit gesagt hat, Information Retrieval soll Phrase sein, dafür gibt es dann sogenannte Query Understanding Schritte, sowas wie Query Segmentation oder Entity Detection in Queries, Entity Linking, also dass man San Francisco als Stadt dann auch erkennt. Und dann kann ich die Phrasen eben direkt in meinem Index nachschauen und da spare ich dann auch eben Zeit. Gleichzeitig ist es so ein bisschen so ein Trade-off, was man sich so abspeichert. Also ich brauche ein bisschen Platz. Wenn ich Positionen abspeichere, braucht man so größenordnungsmäßig ungefähr 2 bis 4 Mal so viel Platz, wie wenn man keine Position abspeichert, so ganz grob geschätzt. Und ja, dafür brauche ich also Platz. Wenn ich jetzt dann auch noch die Bi- und Trigramme jeweils mit Positionen abspeichere, brauche ich eben noch ein bisschen mehr Platz, sodass es vielleicht oft so ist, dass man sagt, naja, vielleicht reichen Bi- und Trigramme für, also Positionen. Und für 4 und 5 Gramme merke ich mir halt nicht die Positionen, sondern einfach nur in einem separaten Index quasi, kommen die in dem Dokument vor oder nicht und gegebenenfalls ein Gewicht dazu. Wir hatten ja auch schon darüber gesprochen, dass es Sinn machen kann, verschiedene Indexe für verschiedene, nicht nur Retrieval-Modelle vorzuhalten, sodass man switchen kann, sondern für verschiedene Anwendungsszenarien. Und dann sage ich halt, okay, Position merke ich mir nur im Uni und vielleicht im Bigramm-Index, vielleicht im Trigramm-Index und im 4- und 5-Gramm-Index, da merke ich mir halt keine Position mehr. Außerdem muss man noch wissen, was man mit den Positionen macht, ist eigentlich quasi Zusatz zu so den klassischen Retrieval-Modellen. Die klassischen Retrieval-Modelle benutzen die Position eigentlich erstmal so gar nicht. Also wenn wir später mal über BM25 oder Query Likelihood oder sowas als Retrieval-Modell sprechen, werden wir feststellen, dass die Positionen da gar keine so wichtige Rolle spielen, sondern dass das eigentlich Zusatzinformation ist. Also sowas wie ein zusätzliches Relevanzsignal. Man rechnet also den Score des Retrieval-Modells aus und kann danach nochmal quasi umrenken, indem man sagt, jetzt nehme ich aber auch noch die Information über die Proximity, wie weit sind die Terme voneinander entfernt, mit hinzu als Relevanzkriterium. Und das ist das, was quasi in den meisten Suchmaschinen passiert, wozu eigentlich die Positionen in den Index gespeichert werden. Ja, so viel zum quasi Set-basierten Retrieval. Im nächsten Teil, im nächsten Screencast, werden wir uns dann noch so ein bisschen damit beschäftigen, was jetzt der Unterschied ist, wenn ich es tatsächlich ranken möchte. Und ja, danke erstmal dafür.